Wenn man Persönlichkeiten wie Shimon Peres, Yoko Ono oder Daniel Barenboim mit einem einzigen Namen zu einem Interview bewegen kann, dann muss dieser Name einem beeindruckenden Menschen gehören. Und das war Abinatan, ohne Zweifel. Jude mit persischen Wurzeln, einst Kampfpilot der israelischen Armee und dann wohl einer der ungewöhnlichsten Friedensaktivisten, die es je gab. Einer, der unbeirrbar die irrsinnige Logik von Krieg, Hunger und Elend zu durchbrechen versuchte. Zu Lebzeiten schlug er das Angebot von Michael Douglas aus, sein Leben zu verfilmen. Nun, da Abinatan seit einigen Jahren tot ist und fast vergessen, erinnert eine ARD-Dokumentation an ihn. Der Dokumentarfilmer Erich Friedler hat den Film gemacht. Christian Blenker stellt ihn vor. Hören Sie den Sender Voice of Peace? Die ganze Zeit. Er legt die heißesten Scheiben seiner Zeit auf und Abinatans schwimmender Piratensender kennt keine Grenzen. From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace. Seinem Traum vom Frieden im Nahen Osten hören Millionen zu. Ein Schiff mit einer Radiostation irgendwo im Mittelmeer, die für Israelis und Araber gleichermaßen sendete. Das war einmalig und es wurde zu einem Mythos. You're listening to the voice of peace broadcasting from somewhere in the Mediterranean. Es sind die beginnenden 70er. Zwischen Israel und Ägypten herrscht Krieg, als Nathan irgendwo im Mittelmeer kreuzt. Und trotzdem träumt er den Traum vom Frieden zwischen Israelis und Arabern. Vor allem die Jugend träumt ihn mit. Ich hoffe, dass die neue Generation in dieser Region versteht, dass wenn die alten Männer verschwunden sind, sie endlich beginnen muss, mit ihren Nachbarn zu leben, ob sie es will oder nicht. Dass sie erkennt, dass wir einander akzeptieren müssen. Einander respektieren müssen. Das zu begreifen, ist der erste Schritt. Der NDR-Dokumentarfilm zeigt, mit welchem Mut Abinatan vorangeht. Mitte der 60er fliegt der ehemalige Luftwaffenpilot einfach los ins Ägypten des Jamal Abdel Nasser, der Israel das Existenzrecht abstreitet. Ganz Israel hält den Atem an und kann es kaum glauben, dass die Ägypter den Friedensaktivisten bei seiner Ankunft feiern. Doch seine Aktionen, wie der Besuch des PLO-Chefs Arafat etwa, sind im eigenen Land auch höchst umstritten, ja sogar gesetzlich verboten. Mehrmals geht Nathan ins Gefängnis. Auch Israels Ministerpräsident Peres kann ihn nicht bremsen. Doch jene, die ihn öffentlich kritisierten, bewunderten ihn insgeheim. Denn er war im Recht und wir im Unrecht. The Voice of Peace überlebt nur durch großzügige Spenden von Schauspielern und Musikern. John Lennon nennt ihn sogar in einem seiner Songs. Sein Name, seine Taten sollten unvergessen bleiben. Ein Lolli als kleiner Lichtblick in der Hungerkatastrophe. Nathan setzt sich nicht nur im Nahostkonflikt ein. Als die Menschen etwa in Äthiopien leiden, hilft er und rettet Leben. Schaut euch diesen Film an und hört auf die Botschaft, die uns Abinatan vor so vielen Jahren gegeben hat. Als man ihn nicht mehr braucht, versenkt er sein Schiff. Trotz seiner Taten, in der Welt ist Abinatan heute fast vergessen. Der sehenswerte Film setzt ihm nun ein längst überfälliges Denkmal. Ja, und diesen Film, The Voice of Peace, den zeigt das Erste gleich im Anschluss an diese Tagesthemen.